Wendedoppelpass. In dieser Trainingsform trainieren wir Wendetricks in Kombination mit Doppelpässen. Bauen Sie hierzu ein Quadrat von ca. 5 Metern Seitenlänge auf. Der Spieler wendet um das erste Hütchen und spielt anschließend mit seinem Partner einen Doppelpass um das zweite Hütchen. Jeder hat vor sich ein Hütchen, wir laufen aufs Hütchen zu, machen auf der Seite den Matthews, da dann einen springenden Übersteiger, zeige ich dann eine Sohlenwende und spielen dann Doppelpass. Wir zeigen es einfach mal, also ich laufe aufs Hütchen vor, mache einen Matthews, gehe vorbei, Sohlenwende mit links, du löst dich weg, wir spielen einen Doppelpass um beide Hütchen, ich übergebe den Ball an dich, du läufst los, machst den springenden Übersteiger, eine Sohlenwende, du löst dich weg, Doppelpass ums Hütchen spielen, zack, und jetzt bist du wieder dran. Du kommst hier rumgelaufen und drehst nach innen rein. Sehr gut, genau. Sohlenwende, weglaufen, Doppelpass. Und ihr könnt auch anfangen drüben. Genau, und immer schauen und immer im richtigen Moment weglösen. Weglösen vom Gegner, Doppelpass ums Hütchen herum. Und hier Tempo rüberkommen und hinterm Hütchen vorbei. Warten, bis er dreht. Im richtigen Moment weglösen, Jungs. Ja? Im richtigen Moment weglösen. Genau, vorbei, zack, und jetzt weglösen. Gut, Doppelpass spielen ums Hütchen herum. Übergeben und Tempo rüber, komm. Und weg, weg, Sohlenwende, Doppelpass. Und immer schauen, dass wir Gegner fern anspielen am Fuß. Ja? Nicht Gegner nah, Gegner fern. Und Sohlenwende und komm, schön ums Hütchen herum. Übergeben den Ball und ins Tempo rein. Hopp und Sohlenwende. Und da können wir ruhig das Tempo mal ein bisschen anziehen, Jungs. Komm, wenn wir kapiert haben, wie es geht. Und immer nach innen drehen. Wenn uns ein Ball verloren geht, hier mal Ersatzbälle. Ja, ist kein Problem. Und komm. Und das Tempo reinpacken und Sohlenwende und spielen. Okay Jungs, nächste Übung. Wir laufen drauf, machen eine Übersteiger-Finte mit einer Zidane-Wende. Also wir laufen drauf, hopp, Übersteiger-Finte, Zidane-Wende, du löst dich weg. Selbe Spiel wie vorher, ich übergebe. Jetzt mache ich weiter. Dann übernehme den Ball, Übersteiger-Finte. Übersteiger vorbei, Zidane-Wende in die andere Richtung und wieder Doppelpass außen rum und dann läuft's los und los geht's, komm, auf geht's. Übersteiger Finte, genau, Linksfüßer müssen dann die Tricks einfach nur seitlich dann tauschen und weiter geht's, komm, zack, zack, weg, mach weiter, kein Problem, Fehler gehören dazu und komm, sauber, übergeben die Bälle, Linksfüßer dann, genau, und Tempo drauf, Übersteiger Finte, genau, Zidane-Wende, sehr gut. Und den Ball können wir ruhig schärfer spielen, Noel, ja? Und komm, Übersteiger, Finte, Übersteiger, weg. Zidane-Wende, schauen, dass wir eng am Hütchen bleiben. Doppelpass spielen und los geht's, komm. So Jungs, aufpassen, wir laufen jetzt drauf, machen dann den Ciroberto und machen dann eine Schussfinte als Wende. Ja? Also hier auf der linken Seite machen wir den Ciroberto mit dem linken Fuß, eine Schussfinte auf dem rechten Fuß, spielen dann den Doppelpass, komm, Doppelpass spielen, hopp, zurück. Und auf der Seite machen wir es dann genau andersrum, drauflaufen, hopp, Ciroberto mit dem rechten Fuß, Schussfinte mit dem anderen Fuß und wieder außenrum. Okay? Und auf geht's, reinsteigen und komm, Ciroberto und Schussfinte auf den äußeren Fuß, genau. Schönen Doppelpass spielen und loslegen. Und Ciroberto, Schussfinte, schön raus auf den linken Fuß. Gegner fern und wir klatschen immer noch in die Hände, Jungs, wenn wir uns vom Hütchen lösen. Und vom Timing im richtigen Moment. Genau. Im richtigen Moment weglösen. Und Noel, Tempo rum. Genau, Schussfinte, weglösen. Sehr gut, super. Genau. Und dann können wir im Tempo auch mal rübergehen und einfach weitermachen. Ist kein Problem, wenn wir Fehler machen. Die Wende immer mit der Schussfinte. Drauflaufen, Ciroberto mit dem rechten Fuß, Schussfinte, genau, mit dem linken Fuß spielen. Sehr gut, Roman. Hopp, zack und drauf gehen. Ciroberto mit dem linken Fuß, Schussfinte rausziehen auf den rechten. Sehr gut, super. Immer auf den Gegner fernen Fuß ziehen den Ball. Super und schöne Schussfinte. Genau, Noel. Und lautstark weglösen vom Hütchen. Und Roman, da geht es nicht im Trab rüber, sondern im Tempo. Ja? Und auf geht's. Diese Aktion ist dann nicht beendet, Noel. Sondern wir gehen dann im Tempo rüber. Und komm, weiter geht's. Und konzentrier dich. Komm, auf geht's. Schauen, dass wir technisch sauber bleiben. Jawohl. Und schön spielen. Doppelpass auch fordern, lautstark rum an die Bälle. Und rüber, Noel. Im Tempo und nach innen drehen. Sehr gut. Genau. Super. Gut. Sehr schön. Klasse, Jungs. Und weiter geht's. Komm. Und trotzdem die Kontrolle haben, auch wenn es anstrengend ist. Trotzdem sich auf den Ball weiter konzentrieren. Und sprecht miteinander, um das Timing abzustimmen, ja? Und ja, genau, sehr schön, Noel, super. Gut,
Und Tempo rüber, Roman, ja. Und auf geht's. Sehr gut, Philipp, Stefan. Und weiter geht's. Gut so. Hopp. Und los geht's. Und komm. Und Tempo. Komm, und mach weiter. Gib Gas. Komm, 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 komm. Und feuert euch gegenseitig an. Und trotzdem im Timing richtig weglöst. Und weiter geht's, Roman. Komm, konzentrieren. Und spielen, gehen und komm. Und sauber machen, Roman. Ja, nicht zu hektisch. Es muss schon sauber sein, sonst wird die Gruppe disqualifiziert, die es nicht sauber macht.